Herzlich willkommen bei 5 Minuten für Wein am Limit und heute wird alles aus Hack gemacht. Heute geht es nicht um die Wurst, nee, heute geht es um Hack. Und zwar Hack in seiner feinsten Form. Und wie nennt man diese wunderbaren kleinen Gesellen hier, die ich hier in der Pfanne habe? Wie nennt man sie eigentlich? Wie verunstaltet man sie? Man nennt sie Knastpraline, Boulette der Berliner, Fleischmarmelade der Hamburger, Hackis, Frickis, was ich nicht alles gehört habe. Mein Gott, das sind Frikadellen. Und die Frikadelle ist sicherlich eins der Lieblingsgerichte der Deutschen. Wenngleich, ich glaube, da kommt noch ein anderes Gericht aus dem Orient irgendwie vorher. Und dann gibt es auch noch die berühmte Currywurst. Frikadellen für mich, wenn richtig gemacht, legendär. Und hier werden sie zubereitet von keinem, oder diese sind zubereitet von keinem Geringeren als Robert Stechmann. Er ist der Küchenchef bei Cornelia Poletto, also gleich hier in Hamburg. Und dieses Rezept, das ist normalerweise, man müsste sie eigentlich Frickis à la Royale oder von mir aus Frickis à la Bundespräsidenten nennen, Frank-Walter Steinmeier, das ist sein Lieblingsgericht. Also mit anderen Worten, wir legen hier die Messlatte ziemlich hoch. Wenn dem Bundespräsidenten das schmeckt, dann schmeckt uns das auch. Was häufig nicht gut gemacht wird und was mir häufig nicht gefällt, ist, dass es meistens einen sehr simplen, banalen Wein gibt, weil man denkt, das ist einfach. Aber das ist nicht einfach. Wir haben euch einen ganz, ganz tollen Wein rausgesucht und den gibt es gleich dazu. Und wie die beste Praline der Welt, Fleischpraline der Welt, gemacht wird, das zeigt uns jetzt der Robert Stechmann. Schauen wir mal über die Schulter. Also für die perfekte Boulette, bei uns wird das Ganze als Kalbsboulette gemacht. 100% Kalbsfleisch durchgelassen, vom Metzger des Vertrauens am besten. Das ist wichtig, gibt schön milden Geschmack in der Frikadelle. Geht natürlich auch mit gemischtem Hack, das ist natürlich ganz klar. Aber wir wollen natürlich zu dem perfekten Wein auch die High-End-Frikadelle haben. Dazu haben wir ein bisschen Schalotten angespritzt, um ein bisschen Süße und Karamellnoten mit reinzubringen. Eingeweichtes Brötchen oder Toastbrot, einfach um die Frikadelle ein bisschen fluffiger werden zu lassen. In Milch eingelegt, nicht in Wasser. Natürlich Salz, Pfeffer, alles was dazugehört. Einen kleinen Löffel Senf, schöne Bio-Eier, die das Ganze nochmal so ein bisschen zum Halten bringen und zur Verfeinerung eine schöne Amalfi-Zitrone. So, beim Braten packen wir die Frikadellen jetzt in dem Fall in eine gusseiserne Pfanne. Ganze scharf anbraten, um eine schöne Farbe zu bekommen. Ich mache das Ganze im Butterschmalz, weil es einfach einen schöneren Eigengeschmack hat als Pflanzenfett. Ist aber auch kein Problem. Wichtig ist nur, nicht in der puren Butter, weil die sonst auch die Bratdauer, die eine Frikadelle braucht, einfach verbrennt und dann keiner Spaß am Endprodukt hat. Und das wollen wir natürlich nicht. Ich bin Fan davon, die Frikadelle nicht komplett in der Pfanne zu Ende zu braten, sondern wirklich nur schön Farbe zu geben und das Ganze dann einfach im Ofen bei 160 Grad noch mal ein bisschen nachziehen lassen, so 5 Minuten und dann sind wir fertig. Das sah aber gut aus und jetzt vom Herd in die Pfanne gleich hier zu mir auf den Teller, aber vorher probieren wir noch mal den wunderbaren Wein. Das ist ein Wein von Julien Sunier, ein Beaujolais. Nennt er Pur Jus und Wild Soul. Hört sich ja erstmal ziemlich krass an, Wild Soul. Der Gedanke dahinter ist ein ganz einfacher. Hinter Wild Soul verbirgt sich eigentlich das Konzept eines sehr freidenkenden und fast ein künstlerischer Ansatz, Wein zu machen. Die Lagen, die sind hier keine Cru-klassifizierten Lagen innerhalb des Beaujolais. Also es sind kein Morgon, kein Renier und kein Fleury. Es sind Beaujolais-Village-Weine, sozusagen außerhalb der Crus. Und es sind sehr gute Lagen. Es sind Lagen mit über 50 Jahre alten Reben. Und dieser Wein wird nach einer kurzen Kohlensäuremaischung, das heißt also, die ganzen Dolden werden reingeschmissen in ein Behältnis und fangen an zu gären und geben viel Aroma frei. Durch den Druck, der da entsteht, sozusagen, fallen die Beeren auseinander oder werden aufgequetscht. Die Flüssigkeit fängt an zu gären. Das nennt man Maceration Carbonique. Und dann wird dieser Most noch leicht gärend zur Vollendung sozusagen, zur Reife, in
3000 Liter fassende Gefäße aus Beton, Betoneier gepackt. Und es wird während des gesamten Einsatzes hier kein Schwefel hinzugefügt und keine sonstigen Zugaben, damit der Wein unfiltriert abgefüllt und ungeschönt. Also hier ist sozusagen naturpur. Und deswegen Wild Soul, weil er eben einen wilden, ungestümen Charakter hat und weil er keinen zusätzlichen Geschmack hat vom Holz oder von anderen Gefäßen. Also er bleibt wirklich pur. Rebsorte hier ist Gummy, die immer sowieso für mich eine der freundlichsten oder speisefreundlichsten Rebsorten der Welt ist. Leichte Farbe, nicht so, also eher eine transparente, helle Farbe. Das ist auch sehr typisch. Jetzt 2020, ein sehr warmes Jahr gewesen im Beaujolais. Wallala. Ich freue mich schon. Ich freue mich. Gleich seid ihr reif, ihr drei Süßen. Hier sind vier Mann am Set. Es bleibt einer geht leer aus. Teilen wir gestern. Wunderbar. Also schön dieser Erdbeerduft, diese Rotfrucht, so ein bisschen Rhabarber, dieses immer leicht säuerliche dabei. Riecht schon ein bisschen wie Fleischextrakt, muss ich sagen. Der hat so ein bisschen was wie Brühwürfel oder... riecht auf jeden Fall sehr schmackhaft, also richtig lecker riecht der. Und vor allen Dingen, man sieht auch hier nicht filtriert, ne? Also so an der Farbe sieht man es nochmal, diese leichte Transparenz eben. Das ist ein Wein, der sehr viel Umami hat. Der ist leicht, der ist frisch, der hat eine angenehme Säure, hat nicht so viel Gerbstoff. Das heißt, im Mund zieht sich nicht alles zusammen. Im Gegenteil, hier fließt der Speichel sozusagen in Strömen. Und jetzt braucht es was. Jetzt braucht es Fleisch. Jetzt kommen wir zum Pairing. So, ich weiß ja nicht, wie ich es am besten mache. Mache ich es nur mit der Hand? Nehme ich es mit der Gabel? Ich nehme sie mir zumindest nochmal mit der Gabel raus. Also was man hier schon sieht, die sind perfekt gebraten. Die sind eben auch im Butterschmalz gebraten. Die haben eine schöne, richtige, feine, elegante Bräunung. Die sind nicht schwarz. Die sind auch nicht, die wirken auch nicht so verdichtet wie so manche Bauklötze, die man so manchmal findet irgendwie auf manchen Tellern. Also die hat schon eine gewisse Leichtigkeit, die wirkt locker, die wirkt fluffig. Die riecht einfach jetzt schon gut, da hat man jetzt schon Hunger, da freut man sich schon auf das Glas Wein dazu. Aber jetzt probieren wir erstmal hier das wunderbar, dieses kleine Wunderwerk. Und da sieht man ganz hell, das ist natürlich Kalbsfleisch, da ist ein bisschen Brot natürlich dabei. Und am Ende kommt es bei der Frikadelle auch darauf an, dass sie nicht zu salzig wird und dass sie toll gewürzt ist und nicht zu doll gewürzt, weil wir wollen ja noch ein bisschen was von dem Geschmack mitkriegen. So Leute, jetzt, oh. Oh, die riecht gut. Die riecht auch richtig schön nach Kräutern. Wie gesagt, also man merkt gleich, es sind gute Grundprodukte verarbeitet. Und dann wird aus so einem, ich sag mal, vermeintlich profanen Gericht, Luxus. Super. Der Kniff ist die Zitrusrinde hier. Dafür nimmt der liebe Robert ja Amalfi-Zitronen. Die kommen aus Süditalien. Um die Gegend von Neapel, die sind ein bisschen größer, die sind unglaublich aromatisch und das schmeckt man hier richtig drin. Diese leichte Säure, die gibt eben dem ganzen Gericht so eine schöne Frische, beziehungsweise lassen sie nicht so dumpf schmecken. Also das ist, ich kann mir vorstellen, warum unser Bundespräsident diese Frikadellen liebt. Ich liebe sie nämlich auch. Guten Geschmack, Herr Bundespräsident, kann ich sagen. So, jetzt probieren wir den Wein dazu als nächstes. Also es würden natürlich viele Weine gehen, aber bei so einer tollen Zubereitung, finde ich, wäre es jetzt schade, irgendwie einen Wein zu nehmen, der einfach zu schwer ist und der hier so ein bisschen die Leichtigkeit und diese Finesse, die es wirklich in diesem Gericht gibt, rausnimmt. Und deswegen haben wir uns eben heute mal für diesen wunderbaren Wein von Julien Seunier entschieden. Warum auch? Weil er wirklich am Gaumen dieses sättigen oder dieses schöne, dieses schmackofatzige, leckere Umami hat, was den Wein so richtig schön lecker macht und ihn in alle Mundritzen verteilt und ihm so ein schön warmes Gefühl am Gaumen gibt. So, ich mache jetzt mal Folgendes. Ich nehme noch mal ein ganz bisschen von dem Fleisch. Wunderbar leicht. Leute, heute ist der Tag, wo das Kapitel Frikadelle neu geschrieben werden muss. Das ist so köstlich. Der Wein hat eine schöne Frische, behält seine Säure, unterstützt eigentlich hier den Geschmack. Das stört nicht, das gehört irgendwie fast zusammen. Auf jeden Fall passt es sehr, sehr gut zusammen. Das ist eine ganz geniale Kombination. Also, wenn schon einfach, dann bitte nicht einfacher, sondern so. Mega. In Frikis we trust. Oder? Ihr wollt doch alle mal Knaspraline sein, seid ehrlich. Ja.
Das sind meine drei. Ihr kriegt keine ab. Boah. So, mal, so kann man es machen. Wer braucht noch Hummer? Fresst doch eure Currywürste selber. Ich bin raus. Ich mache nur noch Fricke und Beaujolais.